So Leute, ich grüße euch. Heute werde ich zum Wochenanfang eine leichte Bankdrückeinheit durchführen. Das ist die vierte Bankeinheit nach meiner neuen Planung. Und warum soll ich jetzt auch etwas härter trainieren, nachdem ich hier die 2 Tage gewandert bin, den ganzen Tag? Das erstmal so zum Einstieg. Ich wünsche wieder viel Spaß. Drückt mir den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, oder schreibt mir ein paar nette Zahlen. Darüber freue ich mich am meisten. Ja, und jetzt gehe ich ins Training rüber. So war mein Training heute aufgebaut für die vierte Bankeinheit. Los ging's mit den engen Bankdrücken und ich habe, weil ich ja so einen entzündeten Ellenbogen habe, vorher noch eine Schmerzcreme drauf gemacht, habe es aber dennoch leicht verspürt, dass es gezwickt hat, war aber so weiter nicht schlimm gewesen. Gut, ich habe das hier alles schön sauber durchgedrückt, war auch sehr leichtes Gewicht. Das Bankdrücken mit dem Affengriff ist ganz selten bei mir in der Planung, aber in dieser Planung ist es mit reingenommen worden und ich habe die Safeties aufgebaut zur Sicherheit, falls meine Schulter kapitulieren sollte, war aber heute nicht der Fall gewesen. Beim Drücken im Sitzen habe ich einen schulterbreiten Griff verwendet. Und ich musste auch immer aufpassen, dass ich nicht mit den Scheiben an die Heizungsrohre krache, die an der Decke lang ging. Noch eine Übung für die Schultern, Arnold Press mit 5 Kilo. Und dann war auch soweit das Training durch. Ich habe noch den Trizepsdrücken am Deuserband durchgeführt. Ja, Leute. Ich werde dann morgen das Rückentraining absolvieren und bis dahin macht's gut.